Wenn du die beiden Kollegen hier brauchst, dann brauchst du sie schnell. Ich zeige dir jetzt, wie du diese beiden Dinge in unserem Black Trident Low Profile Handcuff Pouch unterbringst. Alles, was du darüber wissen musst, das erfährst du jetzt. Bei Handschellen ist es so, dass es sehr viele Varianten von Handschellen gibt. Allein hier im Umkreis von 100 Kilometer gibt es drei verschiedene Arten von Handschellenherstellern und Arten, die im Einsatz sind bei Polizeieinheiten. Und hier war dann beim gewissen Punkt für uns ganz klar, hey, so etwas, das machen wir nicht aus Kydex, sondern das machen wir mit unseren Nylon-Produkten. Hier seht ihr jetzt den Black Trident Low Profile Handcuff Pouch. Die Idee dahinter war, dass man einen Handcuff Pouch kreiert, der eine Vielzahl von unterschiedlichen Handschellen hält und vor allem auch, wo ich Handschellenschlüssel, die langen Handschellenschlüssel, kompakt unterbringen kann. Das ganze Ding ist deshalb Low Profile, weil wir uns darauf konzentriert haben, dass das Ganze so flach wie möglich und so nah wie möglich am Körper sitzt. Weil der Anwendungsfall, der sozusagen hier im Vordergrund steht, das ist eben der zivile Zugriff. Und hier sieht man zum Beispiel auch, dass der Low Profile Handcuff Pouch an einem Innerbelt Rucked montiert ist. Aber beim Low Profile Handcuff Pouch, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier auf der Rückseite mit drei verschiedenen Molly-Bahnen. Wenn ihr ihn so befestigen möchtet mit Molly, wie zum Beispiel an diesem Rangebelt hier, dann empfehle ich euch, das ist auch bei uns im Shop sehr gut beschrieben, hier mit den Mallet-Clips das zu machen und direkt durch die Molly-Bahnen durchzufädeln. Hier ist dann auch das Ding, dass sich dieser Pouch nicht nach oben und unten verschiebt. Und wenn ihr Zugriff braucht auf eure Handschellen, dann könnt ihr hier einfach aufreißen und könnt mit einem Griff sofort hier das Ganze drinnen haben. Und ihr seht auch hier, es ist so gestaltet, dass man hier auch sehr gut greifen kann und das Ganze trotzdem sehr kompakt und nahe am Gürtel dran sitzt. Also egal ob Rangebelt oder Innerbelt, ihr habt hier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Die eine habe ich gerade schon gezeigt mit Molly am Rangebelt. Die zweite, die es gibt, ist, dass hier zwei 50 mm Gürtelschlaufen sind und damit könnt ihr das Ganze eben auch auf normalen Hosengürteln oder eben auch an eurer Koppel oder Black Trident Rangebelt tragen. Ja, hier vorne, wer genau hingeschaut hat, der hat das schon gesehen, ist auch ein kleines Stück Paracord. Das kann man entweder, das kann man natürlich auch runtergeben, so wie hier, dass das Ganze eben noch kompakter wirkt. Das ist alles, was du zu unserem Black Trident Low Profile Handcuff Pouch wissen musst. Falls du Fragen hast, schreib sie super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten sie dir gerne. In diesem Sinne, lass dich nicht verhaften. Bis zum nächsten Video. Euer Wolfgang von Black Trident.